165 zu 107 Stimmen, eine satte Mehrheit im Senat für den Haushalt Italiens. Erst war wochenlang um jede Stelle hinter dem Komma gefeilscht worden. Dann ging heute plötzlich alles ganz schnell bei den Abstimmungen in den beiden Kammern. Zu groß der Druck auf die Regierung aus Brüssel, vom Internationalen Währungsfonds, vor allem aber von den Finanzmärkten. Sie alle hatten bis Montag die Vorlage eines Budgets für das kommende Jahr von Italiens Regierung gefordert. Vernünftig, tragfähig, jedenfalls aber mit einer minimalen Neuverschuldung. Stattdessen: Ich sage Ihnen, diese Regierung hat sich verpflichtet, die Neuverschuldung 3 Jahre lang auf 2,4% zu begrenzen. Mit Investitionen schaffen wir Wachstum, das uns erlaubt, die Schulden zurückzuzahlen. Schon jetzt betragen Italiens Zahlungsverpflichtungen unvorstellbare und erdrückende 2,3 Billionen Euro. Alleine der Schuldendienst frisst das Wirtschaftswachstum, verschlingt jeden Spielraum für Investitionen. Bis zuletzt hatte Finanzminister Tria für eine moderate Neuverschuldung von 1,6% geworben, schon deutlich mehr als die von der EU empfohlenen 0,9 Prozentpunkte. Vergeblich. Denn die beiden starken Männer der populistischen Regierung, Luigi Di Maio und Matteo Salvini, hatten sich vorgenommen, unbezahlbare Wahlversprechen einzulösen, um den Preis weiterer enormer Schulden. Ich frage mich, sollen wir wirklich eine Regierung aus Cinque Stelle und Lega unterstützen, die Italiens Wirtschaft zerstört und Europa ins Elend stürzt? Spätestens als der Finanzminister sich gezwungen sah, entweder seinen Hut zu nehmen oder zu verkünden, dass finanzielle Stabilität nicht ohne soziale Stabilität zu erreichen sei, gingen an den Finanzmärkten sämtliche Warnlampen an. Die Risikoaufschläge für Staatsanleihen schnellten in die Höhe, Sprengstoff nicht nur für Italien, sondern für ganz Europa. Vor knapp 3 Stunden hat auch das Parlament den Haushalt mit überwältigender Mehrheit gebilligt. Damit ist der Weg erst einmal frei für Italiens populistische Regierung, notfalls auch gegen die Wand.